So, nach den vielen positiven Rückmeldungen vom letzten Mal habe ich noch ein kleines Fahrradvideo. Diesmal geht es nach Schöppenstedt zur Arbeit, an der Müllabfuhr vorbei, raus aus Winningstedt. Der direkte Weg von Winningstedt nach Schöppenstedt führt über Uerde. Das ist eine recht gut ausgebaute Autostraße, leider ohne Radweg, wo auch relativ viel Verkehr herrscht. Deswegen fahren wir dort meistens hinten rum. Das ist zwar etwas länger, aber man wird halt nicht, hat nicht so viele Probleme mit den Autos. Winningstedt liegt in der sogenannten ostbraunschweigischen Hügellandschaft, was, wie der Name schon sagt, zwischen vielen Hügel führt. So richtig zwischen Elm und Asse ist Winningstedt eigentlich nicht mehr, weil die Asse und der Elm eigentlich zur selben Seite sind. Aber naja, vielleicht sind das nur Spitzfindigkeiten. Wir gehören auf jeden Fall zur Samtgemeinde Elm-Asse. Das ist jetzt hinten bei Winningstedt raus Richtung Gevensleben und Barnsdorf. Die Rapsfelder blühen schon. Das kann man auch ein bisschen riechen. Und wir kommen in Richtung des Windparks. Und so kann man auch schön jetzt den Weg runter rollen. Ja. Oh, langer Schnitt. Ja, Hügellandschaft bedeutet natürlich, dass es bergauf, bergab geht. Hier geht es jetzt mal wieder bergauf. Richtung Uerde, eine der ja, längsten Steigungen der Strecke. Auf der anderen Strecke, direkt über Uerde, ist der Berg sogar noch ein bisschen höher und steiler. Ja, diese Berge waren eigentlich auch der Grund, warum wir uns E-Bikes zugelegt haben. Viele Menschen glauben ja, mit diesen E-Bikes könne man mit 25 locker flockig mal den Berg hochfahren. Geht leider nicht ganz so schön, weil zu den Beschränkungen der E-Bikes auch die maximale Leistung auf 250 Watt gehört, nicht nur auf 25 km/h. Und alles, was über 250 Watt hinaus gebraucht wird, um schneller zu fahren, muss man halt strampeln. Diese 250 Watt sind genau die Hälfte von dem, was diese E-Scooter, die in den Städten überall rumstehen, haben dürfen. Ja, das ist jetzt auf der anderen Seite. Richtung Barnsdorf, da geht es schön schon wieder bergab. Ja, und da kann man jetzt mit Strampeln anfangen. Da kommt die Kurve. So, noch ein Stück weiter. Jetzt sind wir kurz vor Barnsdorf auf der rechten Seite. Das ist eine Schweinemastanlage. Das riecht man da auch relativ häufig. Im Hintergrund, wenn man jetzt die Straße so ein bisschen weiter gucken würde, sieht man einen Berg. Das ist der Heseberg. Wer hier in der Gegend mal Urlaub macht, dem ist ein Besuch auf dem Heseberg dringend zu empfehlen. Der ist sehr schön. Da kann man auch schön wandern. So kleine Wegelchen. Ja, ist sehr schön. Ich glaube, man kann da sogar auch schlafen auf dem Heseberg. Da bin ich mir jetzt aber nicht so genau sicher. So, aber da weit fahren wir nicht. Jetzt geht es hier gleich nach links in Richtung Barnsdorf. Ich habe da, wo wir auf einer Landstraße sind, etwas mehr geschnitten als in der Stadt oder in den Dörfern, sodass man da ein bisschen mehr sieht. Ich glaube, sonst wäre das auch ein bisschen langweilig geworden. So, jetzt geht es nach links rüber. Der Feldweg ist jetzt hier nicht ganz so schön. Das ruckelt gleich ein bisschen. Und bevor da noch irgendeiner durchs Bild besoffen wird, habe ich da auch mal geschnitten. Und jetzt sind wir auch schon im Barnsdorf. Von Barnsdorf sehen wir nicht viel. Wir kommen hier in so eine Siedlung rein. Ja, da stehen ein paar Spielgeräte rum. Jetzt geht es gleich nach links ab und da enden wir wieder auf einem Feldweg. Ja, so noch den Häuschen vorbei. Also Barnsdorf ist ein bisschen größer als das, was man hier sehen kann. Hat auch zum Beispiel eine Büchertauschzelle und ein paar andere Dinge. Auch so bestimmte Wiesen an der alten Bahnstrecke, die auch unter Naturschutz stehen. Also da kann man auch mal ein bisschen laufen, wenn man in der Gegend ist. Ist ein gemütliches kleines Dorf, gehört zur Gemeinde Uerde. Ja, und dieser Feldweg war lange Zeit auch ein Schleichweg für Autofahrer, die sich so ein bisschen durchmogeln wollten. Das hat man jetzt mit einer Schranke, die wir gleich sehen, gestoppt. Kann ich auf der einen Seite verstehen, dass man dort die Schranke gebaut hat, weil ja, der Feldweg dahinter wurde durch die Autos auch dolle kaputt gefahren. Ein bisschen schade finde ich, dass das Ganze jetzt, ja, wenn man ein etwas breiteres Fahrrad hat wie ich oder auch mit Rollstühlen oder ähnliches, doch nur schwer zu umfahren ist. Da hätte es vielleicht auch andere Lösungen wie ein Poller oder ähnliches gegeben, wobei die Leute natürlich unheimlich kreativ sind, sowas zu umgehen. So, und jetzt muss ich da einmal drumherum. Ja, das sieht jetzt ein bisschen seltsam aus. Jetzt wird das Rad durchgeschoben. Also das Liegefahrrad passt genau drunter. Man muss nur die Fahne ein bisschen, aber die ist flexibel. So, jetzt das Rad drüben. Jetzt muss man da zusehen, dass man hinterherkommt, bevor es wegrollt. Sieht
sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, wieder drauf aufs Fahrrad. Und weiter geht's. Ja. So war die Kamera halbwegs gerade. Und weiter geht's. Der nächste Ort ist jetzt Watzum, wo wir gleich hinkommen. Da gibt es dazwischen auch noch ein bisschen Hügel hoch, Hügel runter. Ja, jetzt sind wir hier schon bei Hügel runter, Watzum. Da hinten sieht man so ein bisschen, dass es bergiger oder höher wird. Das ist jetzt der Elm. Aber da sehen wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr von. Da ist jetzt erstmal in Richtung Watzum die Strecke. So, am Ortsschild Watzum vorbei. Hier hat man jetzt so ein bisschen Kopfsteinpflaster gelassen, damit die Autofahrer merken, wenn sie zu schnell sind. Schüttelt auch auf dem Fahrrad ein bisschen. Und man kommt jetzt nach Watzum rein. Auch ein Ortsteil der Gemeinde Oerde. Durchfährt. So, auf der rechten Seite kommt gleich das Haus von einem Feuerwehrliebhaber, der auch so ein bisschen alte Feuerwehrausrüstung und sowas wie eine Art Minimuseum ausgestellt hat. Ja, da kann man schon die alte Leiter erkennen. Das ist jetzt hier, das ist so eine alte sogenannte Anhängeleiter, die hat man in früheren Zeiten hinter das Feuerwehrauto gehangen. Heute hat man ja die Drehleitern, die selbstständig fahren können und eigene Fahrzeuge sind. Ja, diese gelben A's sind Protestzeichen gegen die Sache mit der Schachtanlage Asse, wo ja nur Atommüll drin ist und die gerade absäuft, was man nicht so schön ist. Und hier fährt man nach rechts. Genau, hier die Verkehrsschilder, die wir da eben hatten auf der linken Seite, die waren lange Zeit ein ziemliches Kuriosum, weil man da zu beiden Seiten Schöppenstedt ausgeschildert hatte, was an der Stelle sogar richtig war, weil es ist egal, ob man rechts oder links vorm fährt, irgendwann stand es dann in der Zeitung und irgendwann noch später wurde es dann geändert, dass einmal Oerde und einmal Schöppenstedt ausgeschildert ist. Ja, jetzt geht's halt, wie gesagt, die Hügel sind auch in den Dörfern, da geht es jetzt hoch in der Hügellandschaft. Pumpe vorbei. Hier würde es abgehen nach Wahle. Und gleich geht das wieder ein bisschen herunter. Ah, jetzt geht schon mal so runter, dass man mit Treten aufhängt und doch wieder anfängt. Was habe ich denn da schon wieder gemacht? So, das Ortsausgangsschild ist schon zu sehen. Und zur Belohnung geht es jetzt auch mal ein bisschen hoch. Da hinten kann man immer noch den Elm erkennen. Wir sind kurz vor Schöppenstedt. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was geschnitten. Wir sind jetzt auf dem Feldweg runter. Da vorne die weißen Gebäude, das zählt schon zu Schöppenstedt. Man kann ein bisschen den schiefen Kirchturm erahnen. Und dahinter der Elm. Und die Kamera ist auch ganz schön schief an mir angebaut. Ja, und dann geht es da auf dem Feldweg weiter. Ich meine, dass der Feldweg sogar Teil eines überregionalen Radwegs ist, der bis Berlin führt. So, jetzt sind wir kurz vor Schöppenstedt. Hier, wo jetzt das ganze Gebüsch und so ist, da sieht man jetzt noch die Reste der Eisenbahnschranke. Früher fuhr hier mal die Eisenbahn von Schöppenstedt weiter bis nach Helmstedt. Das ist leider eingestellt worden. Aufgrund des Schöninger Tagebaus hat man da leider auch die Gleise weggerissen. Und im letzten Bahnhofsumbau in Schöppenstedt ist auch der Anschluss weggerissen, so dass es im Moment so aussieht, als wäre diese Strecke wohl endgültig stillgelegt. Finde ich persönlich sehr schade, weil man jetzt halt von Schöppenstedt nur noch nach Braunschweig kommt, nicht mehr in die andere Richtung nach Helmstedt, wobei die Weiterverbindungen von Helmstedt Richtung Magdeburg auch nie so richtig gut gepasst haben. Als ich in Magdeburg studiert habe, bin ich ein paar Mal damit gefahren. Da hatte man meist doch in Helmstedt relativ lange Wartezeiten. Schade finde ich es trotzdem, weil ich denke, dass öffentlicher Nahverkehr gerade auf dem Land auch etwas Wichtiges ist. So, jetzt kommen wir so langsam nach Schöppenstedt rein. Hier ist ein, ja, Neubaugebiet kann man nicht sagen, so neu ist das ist nicht, aber ein Baugebiet für so kleinere Einfamilienhäuschen. Alles rechts vor links, ohne Verkehrsschilder und es geht jetzt gleich auch wieder den Berg hoch.
auf die Bunde zur Bundesstraße, die wir dann einmal so schräg queren müssen, um in die Innenstadt von Schöppenstedt zu kommen. Schöppenstedt ist ja die Till-Eulenspiegel-Stadt und manchmal hat man das Gefühl, Till-Eulenspiegel regiert heute noch die Stadt. Gerüchtenweise soll das aber nicht so sein, sondern dass wir sollen wirklich einen gewählten Bürgermeister haben. Naja, manchmal denkt man, dass ihm ganz schön der Schalk im Nacken sitzt. So, jetzt wird der Berg ein bisschen steiler und der Kai musste etwas mehr strampeln und wir kommen jetzt oben an die Bundesstraße. Meist muss man hier etwas warten, aber in Corona-Zeiten ist auch etwas weniger Verkehr. Deswegen geht es jetzt einmal kurz auf die Bundesstraße am Klempnergeschäft vorbei und nach links in die hohle Gasse. Die heißt tatsächlich so. Durch diese hohle Gasse muss man fahren. Die wird zum Schluss auch noch deutlich enger. Da ist jetzt, ja, früher war da ein italienisches Restaurant in einem urigen Gewölbekeller. Heute ist das Restaurant geschlossen. Man kann aber den Gewölbekeller noch für Veranstaltungen mieten. Das nennt sich heute Steinweg 1800. Ja, da ist der Parkplatz dazu. Und jetzt wird die Gasse immer enger. Und so langsam wird einem auch klar, warum hier nur Anlieger mit Auto fahren dürfen. Und jetzt kommt man auf die Einbahnstraße Steinweg. Da geht es jetzt nach rechts. Ja, jetzt sieht man hinten auch etwas mehr den St. Stephanus-Kirchturm, der auch ein bisschen schief ist. So ein paar kleine Geschäftchen sind da schon, auch wenn in Schöppenstedt leider in der Innenstadt sehr vieles leer steht oder ähnliches. Ja, und jetzt kommen wir auf den Marktplatz von Schöppenstedt. Dieser graue Klotz vor der Kirche ist das Rathaus. Da Freitag ist, ist auch Markt. Auf der rechten Seite dieses graue Haus, da werden Gästezimmer vermietet, das im Markt 1. Restaurationsbetrieb ist dort nicht mehr, man kann aber da frühstücken, wenn man es vorher anmeldet. Und es gibt da recht gute Gästezimmer. Ja, der Marktplatz wurde kürzlich erst saniert. Ich finde ein bisschen viel Grau und Steine drauf. Andere finden es schön. Ja, Geschmackssache. Jetzt geht es noch einmal nach rechts. Das ist im Prinzip jetzt Schöppenstedt City. Auch ein bisschen verkehrsberuhigt, da darf man nur 20 fahren. Das schaffe ich sogar auf dem Liegefahrrad. Ja, auch hier sieht man so ein bisschen leider zu vermieten Schilder, also auch Leerstand. So, hier rechts ist noch einmal ein großer Parkplatz. Da fahren wir jetzt nicht hin, sondern nach links weiter durch die Straße an den Fachwerkhäuschen vorbei. Und kommen so langsam in Richtung des Arbeits, meiner Arbeitsstelle. Also, wer es nicht weiß, ich bin ja als Prüfingenieur selbstständig und habe so eine kleine Firma, wo eben zurzeit die Mitarbeiter Homeoffice machen, aber irgendjemand, ja, muss ja doch so ein bisschen nach Post und ähnliches schauen. Und da wir keinen Publikumsverkehr haben, fahre ich oder meine Frau und ich doch noch recht regelmäßig zur Arbeit. So, hier rechts war früher mal die Feuerwehr, die hat aber jetzt ein größeres Depot am Stadtrand, das auch besser erreichbar ist, bekommen. Ja, und wenn man hier geradeaus weiterfahren würde, würde man zum Schöppenstädter Industriegebiet kommen. Da fahren wir aber nicht hin, sondern wir fahren jetzt hier nach rechts rum. Schulen, Polizei, Elm-Asse-Platz. Müssen wir aber auch nicht bis dahin hin, weil hier sind wir jetzt gleich auch an der Arbeitsstätte angekommen. Wir sind da im Erdgeschoss und im ersten und zweiten Stock ist eine Krankengymnastikpraxis, der auch die meisten Parkplätze gehören. Und bei uns gehört der Parkplatz dazu, wo jetzt in der Garage gleich das Fahrrad landet. Ja, jetzt 8 Stunden Arbeitstag, Feierabend, eingekauft und jetzt geht's wieder zurück. Ich bin jetzt an einer etwas anderen Stelle am Ortsausgang von Schöppenstedt, weil ich zwischendurch noch eingekauft habe. Man sieht auch, das Wetter ist deutlich besser geworden. Statt der warmen Thermo-Fahrradhose jetzt mit kurzer Hose. Und da ich etwas schwerer treten muss, das liegt daran, dass ich jetzt auch einen schweren Anhänger mit den Einkäufen hinten dran habe. Wir fahren jetzt also wieder von Schöppenstedt in die Feldmark Richtung Watzum und sind jetzt nach dem Schnitt kurz vor Watzum. Hier habe ich jetzt auf der Rückfahrt ein bisschen mehr rausgeschnitten, auch damit es nicht zu langweilig wird. Hier kommen wir jetzt weiter. Kamera ist aber ganz schön schief gerutscht. Na, jetzt habe ich so gerade gerutscht. Ja, wir kommen hier jetzt gleich wieder auf die Straße und dann geht es nach Watzum. Ist manchmal ganz interessant, so wie die Dörfer von der anderen Seite aussehen. Oder wie das Wetter da Einfluss hat. Also, es ist ja jetzt hier richtig schön sonnig geworden und blau und so. Ja, hier gehen jetzt auch überregionale Radwege durch, die da ausgeschildert sind.
Und jetzt kommen wir hier wieder auf die Straße. Also da merkt man meiner Meinung nach Corona doch relativ deutlich. Die Leute fahren weniger. Das muss man wirklich sagen. So, bergab geht's gleich ein bisschen schneller. Ja, doch nochmal geschnitten. Und jetzt geht's von der anderen Seite rein nach Watzum. Die Watzumer haben auch eine sehr schöne Kirche, die an einigen Wochenenden auch mal nachts beleuchtet wird. Das kann man dann relativ weit sehen. Ist natürlich mit so einer Kirchenbeleuchtung auch immer ein ganz schöner Aufwand, der Geld kostet. Und deswegen gibt es das nicht jede Nacht. So. Da geht's jetzt rauf. Und gleich auch wieder Nunna. Sieht man links jetzt auch so ein bisschen Gutshof und sowas. Noch mehr Radfahrer, die irgendwie unterwegs sind und es geht abwärts. So, da kommen wir jetzt wieder auf diese Dreieckskreuzung zu, wo es dann jetzt gleich nach links weitergeht, Richtung Bahnsdorf. Hier auf der linken Seite jetzt auch wieder die kleine Feuerwehrausstellung mit der Leiter. Und gleich haben wir auch Watzum erreicht oder den Ortsausgang von Watzum erreicht. Und fahren dann weiter Richtung Bahnsdorf und von da geht es dann nach Wenigstedt zurück. Ja, da kann man schon das Ortsausgangsschild sehen. Dahinter ist der Sportplatz von Watzum und da hinten kann man auch schon wieder ein bisschen den Windpark erahnen. So, jetzt oben auf dem Berg, jetzt geht es runter. Links wieder der Heseberg, rechts der Windpark und man wird da bergab auch schneller. So, jetzt sind wir wieder im Bahnhof an der Schranke. Dann müssen wir wieder drunter durch. Einmal zurück. Ja, jetzt mit Anhänger. Der Anhänger passt glücklicherweise auch ganz exakt unter der Schranke durch. Jetzt hinterher gelaufen. Da ist das Gespann. Sogar mal dran gedacht, die Kamera ein bisschen gerade zu stellen. Jo, und jetzt geht's wieder durch Bahnsdorf durch. 19 Minuten schon. Ich hoffe, das Gesabbele ist jetzt nicht zu langweilig für euch. Ja, Bahnsdorf ist jetzt nicht so spannend. So, jetzt sind wir aus Bahnsdorf raus, den Berg wieder hochgefahren. Das ist meist ein etwas anstrengender Teil der Strecke. Jetzt kommen wir wieder auf die Straße. Links ist die Schweinezuchtanlage und jetzt haben wir hier ein bisschen Gegenwind und auch Gegenlicht und müssen dagegen anstrempeln. Ja, jetzt nach dem Schmidt, jetzt sind wir schon kurz vor Wenigstedt an den Windrädern. Hier geht es jetzt gleich nach unten. Was man da hinten sieht, das ja, es geht schon in Richtung des Harzes, davor der Fallstein. Wer
möchte, wenn man so leicht links neben der Straße oben guckt, ist jetzt eins der, naja, Wahrzeichen, wie man es nennen möchte, von Winningstedt, der Mobilfunkturm. Den werden wir gleich noch etwas deutlicher sehen. Und da fahren wir jetzt runter. Also auf dieser kleinen Straße ist auch wenig Verkehr. Ja, jetzt sind wir kurz vor Winningstedt, der letzte der Hügel. Hier sind wir heute Morgen runtergefahren aus dem Dorf. Wir fahren jetzt auf der Rücktour ein klein bisschen anders. Und ich denke, dass es auch landschaftlich ganz schön ist. Wir fahren jetzt hier auch rechts auf den Feldweg, auf den Berg drauf, am Mobilfunkmast vorbei. Das ist jetzt nochmal ein bisschen steiler. Ja, jetzt hat man links den Mobilfunkmasten, so durch die Sonne geht er. Hier kommt man oben auf einen Feldweg. Was man hier rechts hinten erkennt, ist der Asse-Höhenzug, wo auch die ja sehr umstrittene Schachtanlage Asse sich befindet. Wenn man mit dem Feldstecher oder so guckt, kann man die manchmal auch erkennen, wenn die Witterungsverhältnisse entsprechend sind. Ja, hier mit der kleinen Kamera und gegen die Wind hat man da natürlich keine Chance. Ja, da sieht man auch so ein bisschen die Felder, also da hat man einen sehr weiten Blick. Jetzt sind wir so ziemlich am Ende des Feldwegs. Nach rechts würde man jetzt in Richtung Uerde und so kommen. Wir wollen aber zurück nach Winningstedt. Fahren jetzt links den Berg runter. Da kriegt man heftig Speed drauf. Muss am Ende auch bremsen, vor allen Dingen, wo dann der hier asphaltierte Weg irgendwo in Kopfsteinpflaster übergeht, sonst ruckelt das ein bisschen. Dieses flache Gebäude auf der rechten Seite ist die Winningstedter Feuerwehr, das Feuerwehrdepot. Hier sind sogar noch zwei Einsatzfahrzeuge stationiert und wir haben auch eine recht aktive und recht große Feuerwehr, die sich natürlich auch über Nachwuchs freut. Gut, ich bin ja, wie bekannt ist, beim THW, da ist die Feuerwehr nicht so meins, zwei Dinge gehen nicht und jetzt kommen wir auf die Hauptstraße zurück und der Film ist zu Ende.